Moin Moin Pipiers, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fernbus Simulator. Wir fahren heute eine ganz besondere Route und zwar fahren wir heute an der kompletten Westküste von Frankreich einmal runter von Brest nach Biarritz oder wie auch immer das heißt. Das ist hier so irgendwie außen vor, ich weiß nicht, ob das noch zu Frankreich dazugehört oder nicht, ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist es auch eine Insel oder so, was weiß ich, keine Ahnung, was da unten ist. Aber es sieht interessant aus. Ne? Sieht aus wie ein kleines Dorf, könnte es sein. Könnte aber auch eine kleine Stadt sein, wie auch immer. Wir fahren hier heute auf jeden Fall die komplette Strecke einmal runter hier. Stehen die ganze Zeit an der Küste entlang, also größtenteils. Ne? Mal schauen, wie die Aussicht so ist. Und für eine so besondere Route braucht man natürlich einen ganz besonderen Bus. Und zwar, um gemütlich anzukommen, brauchen wir natürlich die Comfort Class, ne? Sehr klar. Die nehmen wir natürlich im Frankreich-Design, weil wie soll es auch anders sein, ne? Wir fahren hier nahezu durch komplett Frankreich durch, also beziehungsweise einmal runter, ne? Da muss man natürlich auch entsprechende Lackierung dann aufweisen, ne? Das Ganze starten wir ja heute um 7 Uhr am Morgen, weil es halt eine lange Tour ist, ich glaube 800 oder irgendwas Kilometer sind das. Und das dauert halt eine ganze Weile, deswegen starten wir früh am Morgen, damit wir so Mittag, Nachmittag dann da sind und die Leute auch noch was vom Tag dann haben, ne? Und wir natürlich auch, weil als Busfahrer schaut man sich die Gegend natürlich auch an, wo man dann ist, ist ja klar. So, laden wir rein und dann geht auch direkt schon los. Wunderbar. So. Man kann zoomen? Seit wann kann man zoomen? Okay, alright. Ist mir neu, aber na gut. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein. Ist natürlich noch dunkel um 7 Uhr morgens, ne? Wird mittlerweile wieder später hell und früher dunkel, ne? Geht auf den Winter wieder zu. Aber wir genießen erstmal noch den Rest. Ne, Sommer ist auch schon durch, ne? Was haben wir? Herbst, ne? Naja, also wir genießen jetzt den Herbst. Ich sehe beim besten Willen nichts. Ich versuche die Tür zu schließen. Klingt so, als ob es geklappt hat. So, Licht machen wir natürlich an. Dann Scheinwischer, wo war der? Da, ne? Ja, perfekt. Direkt ein bisschen schneller. Dann Frontlicht einschalten haben wir doch. So, Klimaanlage, Bremspedal drücken. Warum nimmt... Hallo? Ich drück das Bremspedal, aber... Hallo? Spiel! Ich drücke Bremse. Eine Sekunde. So, da sind wir wieder. Bremse drücken wir natürlich jetzt. Schalten wir den Gang hoch. Feldstellbremse lösen. Aber beschleunigen wir, ne? Können wir hier denn einfach so raus, oder wie ist das? Ja, passt schon. Okay, geht los. Wir haben ein bisschen Strecke vor uns. So, ganz entspannt. Passt alles. Müssen wir hier noch irgendwas anmachen? Aber wir können hier nochmal, da es dunkel ist, nochmal alle Leselampen freigeben. Fahrgastraumlicht können wir gedimmt lassen. Nachtlicht machen wir nochmal an. Hier, Steckdose. Service WC. Lassen wir erstmal aus, weil ich will ja da eigentlich nicht sauber machen. Wenn wir ehrlich sind, das ist keine schöne Arbeit, deswegen lassen wir das mal aus erstmal. So, dann machen wir uns jetzt weiter auf dem Weg hier links rum. Nach Brest zum Zopf, ne? So, auf geht die wilde Fahrt. Hier hört man auch schon wieder die Polizei im Hintergrund. Hier ist ordentlich wieder Alarm im Darm. Und da sind wir auch schon am Zopf angelangt. So, zack. Gang raus, Bremse und Motor auch noch aus hier, ne? So. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ja? So, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Kann ich bei Ihnen ein Ticket kaufen? Ja, kannst du, Kollege. Hier. So, ich verkaufe dir eins. Wo willst du hin? Biarritz? Oder wie auch immer. Ja, hier. So, kontrollieren. Kriegst du sofort. Heiß und fertig. Ja, gerne doch. Hi. Mahlzeit. Mahlzeit. Jo. Herr Walder, ne? Willkommen an Bord. Dankeschön. Ja, gerne. Hi. Fahren Sie in meine Richtung? Nee, nicht ganz. Ich fahre zwar in den Süden, aber nicht nach München zum Zopp. Josef, ne? Ein bisschen falsch hier, ne? Aber ja, der Bus kommt bestimmt noch, ne? Ups. Ja, passiert. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Sehr freundlich. Aber nein, danke. Na gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, ne? Tschüss, Josef. Moin. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ne? Leider falsch gehofft, ne? Hoffnung stirbt zuletzt, aber... Zum Treffhotel Panorama fahre ich leider nicht, Kollege. Ja, aber das wird der gleiche Bus sein, mit dem der Kollege, mit dem Josef auch noch fährt, ne? Deswegen schönen Tag noch.
Kann ich dir sonst irgendwie noch weiterhelfen oder so? Brauchst du Auskunft? Ich nehme einen anderen Bus. Na gut, ne? Dann angenehmen Aufenthalt hier noch, ne? So, was ist mit dir? Malik Scheller, komm rein in den Bus. So, machen wir die Lugen wieder dicht. Und dann geht's auch schon wieder los, ne? Zack, wer hat den Blinker denn angelassen? Motor wieder an. Und Abflug, ne? So, erstmal raus aus Brest hier. Es wird schon eine Mission für sich werden. Allein bei dem Verkehr hier. In die Mediathek kommst du gerade gar nicht, weil hier genug Action gerade vor uns ist. Ja, das passt, ich glaube, das geht. Ja, das geht. Leichte Seitenlage. Stärkerer Seegang hier in Brest. Aber es geht. So, 814 Kilometer liegen jetzt noch vor uns nach Bayritz oder so. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg, ne? Wann sollen wir ankommen? Ja, 16 Uhr nahezu genau. Ich glaube aber, wenn wir gut fahren, kommen wir bestimmt auch schon um 13 Uhr an oder so, ne? Also, ich versuche natürlich mein Bestes als ausgebildeter Busfahrer. Kriege ich das natürlich hin, dass wir auch früher da sind. Ja, ist jetzt auch nicht schlimm, ne? Ist sowieso noch dunkel, ich laufe nochmal eine Runde und dann, wenn wir am Ziel sind, brauchst du auch kein WLAN mehr, ne? So. Kannst du mal bitte ein bisschen Gas geben? Danke. Dann würde ich sagen, begrüßen wir die Leute nochmal recht herzlich hier, ne? Und dann machen wir uns auf die Autobahn auch gleich schon rauf, ne? So. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich hier an Bord des Frankreich-Flixbusses in Richtung Bayritz, ne? Ja, für einen Nagel kann ich jetzt auch nichts. Das passiert mal. Schwund ist überall, ne? Wir haben jetzt eine Strecke von nahezu genau 800 Kilometern noch vor uns und werden dort um planmäßig 16 Uhr ankommen. Ich versuche ein paar Stunden früher bereits da zu sein, damit Sie möglichst viel vom Tag noch haben. Wir haben es aktuell 7.01 Uhr und haben jetzt genau Brest verlassen und machen uns jetzt auch schon auf die Autobahn. Was will ich sagen? WC gibt es heute leider nicht. Aufgrund Putzkräftemangels hier an Bord des Busses. Oder auch einfach, weil ich keine Lust habe, das WC sauber zu machen. Das können Sie sich aussuchen, wie Sie es haben wollen. WLAN ist leider defekt, aber genießen Sie einmal die Landschaft, schlafen Sie eine Runde und dann ist das auch alles im grünen Bereich. So, ich wünsche Ihnen jetzt noch eine angenehme Fahrt und dann, ja, sehen wir uns in Bayritz wieder, ne? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Busfahrer. So. Ich habe doch gerade gesagt, das WLAN ist defekt, aber hast du mir wieder nicht zugehört. Was ist das denn für eine Kurve hier? Oh Gott, oh Gott. Junge, Junge, Junge. Hier ist das los, ich sag euch. So. 795 Kilometer nur doch. Es geht voran, Leute. Es geht voran. Wäre mal gespannt, was wir denn heute so noch von der Küste sehen. Ob wir da überhaupt noch was von sehen. Hey, ich würde gerne ins Internet. Geht das? Ja, wenn du deine mobilen Daten verwendest, geht das. Aber sonst mit dem eigentlich an Bord WLAN geht es leider nicht, weil es halt defekt ist, ne? Vertrag ist leider ausgelaufen, konnten wir nicht mehr bezahlen, weil wir halt genug Busse reparieren lassen mussten durch Kleinigkeiten während so einer Fahrt, die halt passieren, ne? Ja, da ist das halt WLAN zweitrangig im Bus, ne? War da gerade Weihnachtsbus auf der linken Spur? Weihnachten ist jetzt schon, oder was ist hier los? Nicht noch nicht mal Schnee, aber hier fährt schon ein Weihnachtsbus rum. Na gut, ne? Manche kommen früher in Stimmung, manche später. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon in Weihnachtsstimmung für dieses Jahr seid. Oder ab wann für euch so die Weihnachtszeit denn beginnt, ne? Für einige ist ja erst wirklich so dann ab dem 1. Dezember Weihnachtszeit. Ich bin jetzt schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung tatsächlich, aber ich glaube, so wirklich losgehen wir in richtigen Stimmung geht's auch erst im Dezember dann, ne? Wenn dann wirklich so, ja, kalt draußen ist, ne, dann waren vor allem ganze Weihnachtsgebäck. Wobei, das gibt's ja jetzt schon im Laden, habe ich auch schon mir geholt. Ja, bei mir beginnt die Stimmung relativ früh, aber erstmal ist das noch so eine leichte Anfangsphase. Dann geht's noch so bei Halloween rum auch nochmal so eine, ja, andere Stimmungsphase. Und danach geht's eigentlich, finde ich, also bei mir so wirklich mit Weihnachtszeit los. Und ist dann auch schon bald November und dann, also ab November ist eigentlich für mich schon Weihnachtszeit, vom Gefühl her, ne? Aber mich interessiert jetzt mal, wie es bei euch ist, also schreibt es in die Kommentare. Bin mal gespannt, was ihr da so raushaut. Müssen wir eigentlich Pause machen? Ich denke nicht, ne? Wir haben jetzt schon
100 Kilometer weg. Und wir haben gerade mal eine Stunde fast rum. Also noch geht das wohl, ne? Da brauchen wir noch keine Pause. Am besten wäre sowieso, wenn wir durchziehen, damit wir halt die Pause auch noch einsparen. Dann sind wir noch früher da. Mal schauen, wie es passt. Na, wen haben wir denn da vor uns? Ist das etwa einer von der Konkurrenz hier oder was? Oder wie oder was oder wo oder was? Warum haben wir Nebelschlussleuchter an? Na, ist auch egal. So, weg mit dem. Ja, fahr doch mit dem Taxi. Die 800 Kilometer willst du aber nicht bezahlen beim Taxi. Das sag ich dir. Da ist hier schön, schön in Reisebus, ne, für 19 Euro runter da und dann passt das. Ja, was macht man eigentlich als Busfahrer so auf so einer Langstrecke? Also, wir haben jetzt hier noch 640 Kilometer. Also, wir kommen gut voran, ne? Wir haben es jetzt 8.10 Uhr. Also, wir werden wahrscheinlich auch früher ankommen als gedacht. Aber, ja, was macht man denn da? Jemand auf der Toilette? Nee, ich denke nicht. Also, sollte zumindest keiner. Also, jetzt haben wir ein Problem. Also, als Busfahrer kann man doch mal am Handy spielen, ne? Guck ich hier mal ein Video von einem sehr guten YouTuber. Nennt sich Markette. Ich will hier raus. Ja, naja. Schau mal rein, ne? So, da sind wir wieder. Genau, das ist das rote Auto dort. Steht dort hinter. Den schwarzen, der steht dort dahinter. Oh Gott. Oh, jetzt hab ich meinen Kaffee verschüttet. Ja, kann ich auch nichts dafür. Oh Gott, oh Gott. Häuberig hier durch, sagt ihr. Autobahnfrei. Das ist nicht gerade so eben. Ich glaube, mit Videos schauen während der Fahrt ist nicht so gut. Aber schau euch unbedingt das Autobahnpolizei-Simulator 3 Video vom Montag an. Ist wirklich ein sehr geiles Video geworden. Ja, vor allem halt auch intensiv, was da passiert an Action, ne? Schöner fetter Unfall. Und dann haben wir auch noch Hinweise auf die Raser bekommen, ne? Also, wir kommen dem Ganzen ein Stück näher, um die dann auch zu fassen, ne? Also, schaut es euch unbedingt an. Ist sehr geil geworden. Kann ich nur empfehlen. Findet ihr oben rechts in der Ecke als Infokarte, wenn ich dran denke. Ist die Verbindung so schlecht oder das WLAN-Effekt? Ja, WLAN, ich hab das schon 10.000 Mal erwähnt, das funktioniert einfach nicht. So, Punkt. Also ich muss ja sagen, also die Autobahn hier in Frankreich ist wirklich schön gestaltet, ne? Hier links und rechts können mal ein bisschen wieder gemäht werden, aber das ist nur so nebenbei. Aber schön mit den Bäumen links und rechts hier, also das ist wirklich, wirklich idyllisch hier, ne? Hier fährt sich's gut. So, Raststätten-Challenge. Werden wir es schaffen, mit Vollgas hier durchzukommen? Ja. Ich werde sie verklagen. Ja, da mach doch. Aber stell dich hinten an, sind noch genug andere da. So, Pipeheads, Autobahnwechsel steht an. Wir werden das Ganze auch ohne Bremsen probieren. Das scheint nicht zu klappen. Ist das die richtige Richtung? Ja, ja. Haben Sie es so eilig? Ja. Oh Gott, was ist das? Alarm! Elegant ausgewichen. Aber ganz elegant, ich sag euch. Warum funktioniert das WLAN nicht? Das habe ich jetzt tausendmal gesagt, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. So, wenn ihr kein WLAN habt, dann habt ihr halt keins, ne? Ja, jetzt noch Flügel und wir heben ab. Ja, das wäre doch lustig. Dann wären wir auch schneller da. So schön 800 Kilometer eben mal fliegen mit dem Bus. Das hätte schon was, ne? Warum funktioniert das WLAN? Kannst du jetzt mal ruhig sein? Ja, du redest durchgehen und beschwerst dich nur. Entweder fahre ich zu schnell, dann ist wieder kein WLAN an, dann kannst du nicht kacken gehen. Leute, gib Gas. Ist doch noch oder was? Mensch, du. Alles muss man selber machen. Was ist denn mit dem WLAN los? Ja, das weiß ich auch nicht, du. Frag das WLAN doch mal selbst, dann könnt ihr vielleicht auch noch sagen, dass es nicht da ist. So, jetzt aber weg mit ihm. Zack. Alles verschüttet. Danke. Gerne. Hier vor uns die Kollegen, auch in Frankreich unterwegs. Das WLAN funktioniert einfach nicht. Ja, guten Tag. So, freundschaftliches Kuscheln. Sag ich mal so, ne? Und Papiers, wir haben die Hälfte der Strecke jetzt geschafft. Also wir sind schon dicht an Beiritz dran. Wir können ja mal kurz auf die schlaue Karte gucken. Und da sehen wir, dass da noch einiges an Strecke fehlt. Also hier vorne haben wir wieder Autobahnwechsel, dann geht's nochmal runter. Einmal hier an Bordeaux vorbei und dann einmal ganz runter hier bis nach Beiritz, was irgendwie im Nichts liegt. Ja, ne? Pause würde ich sagen, mach mal nicht, weil braucht man nicht. Mein Kaffee verschüttet. Ja, einen Kaffee bräuchte ich auch, aber na gut. Man kann ja alles haben im Leben. So, Autobahnwechsel Richtung Bordeaux steht an. Ich werde die Bremse nicht betätigen, sondern einfach den Bus fahren lassen hier. Tempomat ist nämlich schön hoch eingestellt und man hat 1 in der 80-Zone, das liegt im Toleranzbereich, ne? Alle, die was anderes behaupten,
Das kann ich nicht verstehen. Würde auch keiner was anderes behaupten. Also, 21 km/h liegen doch immer im Toleranzbereich, oder nicht? Was ist denn mit dem WLAN los? Könnt ihr bitte aufhören mit eurem WLAN? Das WLAN tut mir WLAN. So, vor uns ist wieder die Konkurrenz, ne? Ah, wir machen eine Raststätten-Challenge. Vorsicht! Mir wird gleich schlecht. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir haben einen Unfall gebaut. Ja, haben wir. So. Zack. Geht wieder los. Warum funktioniert das WLAN nicht? Weiß ich nicht. Warum steht das Auto hier? Weiß auch keiner. Oh, Entschuldigung. Boah, es ist laut. Und ich habe noch nicht mal eine Taste gedrückt. Ja, das weiß ich auch nicht, was hier abgeht, du. Der Bus hat ein Eigenleben. So, wir haben jetzt ein Stück gerade Strecke. Ich mach mal ein Tempomat rein. Dann will ich kurz aufs Klo gehen. Lauf nicht weg, Leute. Bin gleich wieder da. Alles verschüttet. Danke. Was ist denn hier passiert? Leute, habt ihr nicht aufgepasst? Was ist hier los? Warum regnet es? Wo stehen wir? Och nö, da lässt man den Bus einmal alleine. Was ist passiert? Oh, man, ich glaube, wir haben uns festgefahren. Ja, der Reifen steckt auch hinten im Boden. Naja, gut. Mission failed. Ich komme in die Toilette nicht rein. Ja, ich war da gerade. Jetzt kommst du auf jeden Fall nicht mehr rein. Jetzt ist er richtig, du. Entspann dich, Scheibenwischer. Ganz ruhig. Ne? Mach langsamer. Ja, ganz ruhig. Ne? So. Und schleunigen mal wieder hoch. Beziehungsweise noch der Tempomat auch. Und dann machen wir die letzten 318 Kilometer nach Bayritz runter, ne? Oh Gott. Ah, Hilfe! Alles gut, ich hab das im Griff hier. Entspann dich. Ich bin der beste Busfahrer Deutschlands, ne? Ich kann das. In 500 Metern ist wieder eine Raststätte. Das scheint doch wieder nach einer Raststätten-Challenge zu rufen hier, ne? So, Abfahrt. Hier brauchst du keine Pause, hier gibt's Action, du. Was willst du Pause, wenn du das hier haben kannst, ne? Na gut, das war jetzt relativ langweilig hier. Aber naja, ne? Besser als nichts, sag ich mal so. Und wieder da. Perfekt, als wäre man nie weg gewesen. Kurz mal hier mal ein bisschen den Kollegen wegschieben. Der fährt auch ohne Licht. Ja, ne? So, und den nehmen wir auch gleich noch mit hier. Was macht der denn? Der ist einfach rausgezogen, ne? Ja, ist nicht meine Schuld. Noch 256 Kilometer. Dann haben wir es geschafft. Hoffentlich haben wir dann auch besseres Wetter, wenn wir dann da sind in Bayritz. Ne? Ja, wir wollen auch ein bisschen was sehen, was da ist. Ob da überhaupt was ist. Da war schon wieder ein Weihnachtsbus. Was ist hier los? Machen wir mal ein bisschen Weihnachtsstimmung hier. Besser. So, in die Mediathek kommst du, indem du auf den Kanal Makette gehst und dort auf Videos klickst. Ne? Da hast du alle Videos, die hier kamen. Du kannst alles durchschauen. Es empfiehlt sich. So, Raststellen-Challenge. So, jups, nicht. Ich glaube, da ging ein Reifen ab, aber naja, ne? So, geht wieder los. Okay, Prost. Na, vorsichtig. Das stimmt. Gut geschüttelt und nicht gerührt. Oi, wir müssen auf die Autobahn. Sonst haben wir ein Problem. Leichte Gebrauchsspuren, dann weist der Bus am Ende der Fahrt wahrscheinlich auf. Ja, naja, was soll's, ne? Es sind natürlich diese Standardgebrauchsspuren, die man halt so am Bus halt dann hat. Ne? Passiert doch jedem Mal, dass man hier mal so über eine Leitplanke fliegt, auf einer Bank landet, über einem Bordstein kachelt. Das sind auch so Standarddinge, ne? So, Leute. Links oder rechts? Ah, Mitte. So. Nee, werden wir nicht. So. Sag ich knackig. Besser kann man's nicht machen. Warum funktioniert das WLAN nicht? Ja, warum wohl, ne? Warum funktioniert das WLAN denn nicht?
Das kann ich dir nicht sagen. Aber es kann dir doch auch egal sein, warum das WLAN hier im Bus nicht funktioniert. Für dich ist nur relevant, dass es nicht funktioniert und dass du mich damit mal in Ruhe lassen sollst, Mensch. Sonst wäre ich ja aber gleich wild. Na, was haben wir denn da? Eine Raststätte? Na, schreit doch wieder nach einer Raststätten-Challenge. Oh, vorsichtig. Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Oh, Offroad. Ja, wir bieten den Leuten noch mehr als einfach nur Onroad, ne? Dann gehen wir auch ein bisschen Off-Sea-Road entlang. So, und wieder rauf auf Sea-Road und rauf auf der Autobahn. Und wir haben auch nur noch 173 Kilometer. Wir haben es fast geschafft, meine Damen und Herren, ne? Wir nähern uns dem Ziel Meter für Meter. Peter. Weil wir früher ankommen wollen, ne? Wenn wir jetzt Pause machen, dann hätten wir erstmal auch die Pausenzeit, die wieder dann weggehen würde, ne? Und dann würden wir wieder später ankommen, ne? Jetzt haben wir schon nur noch 130 Kilometer vor uns. Und für die hätten wir theoretisch bis 16 Uhr Zeit. Und sei mal kurz mal ruhig. Und wir haben jetzt gerade erstmal 12 Uhr. Also, werden wir früher ankommen. Um 13 Uhr habe ich geschätzt, werden wir ankommen. Wird wohl nicht ganz passen, aber so 13:30, 14 Uhr werden wir da sein. Was immer noch 2-2,5 Stunden früher sind als ursprünglich geplant. Das muss uns erstmal einer nachmachen, ne? Das muss mir erstmal einer nachmachen. Das muss mir erstmal einer nachmachen, meine ich. Jetzt habe ich so oft versucht, jetzt ist auch egal. Also, ne? Versuchen wir mal. Machen wir mal Scheinwerfer aus hier. So. Ah, vielen Dank. Jetzt auch wieder ruhig hier. Raststätten-Challenge, ab geht's. Oh Gott. Alarm. Oh, wir sind... Jetzt haben wir ein Problemchen. Aber ich glaube, wenn wir außen rumfahren, kommen wir auch wieder rauf. Ja, sei mal kurz mal ruhig. Ich muss mich konzentrieren hier, bevor ich noch mich verfahre. So, und wieder rauf hier. Zack, perfekt. Das war eine perfekte Raststätten-Challenge. So, Pipeheads, wir sind jetzt unter 100 Kilometern. Heißt, wir sind gleich am Ziel, ne? Wir haben jetzt 12.15 Uhr. Also können wir vielleicht doch was klappen mit 13 Uhr Ankunft. Könnte möglich sein. Schreibt eure Werte jetzt in die Kommentare, was ihr denkt, ob wir pünktlich um 13 Uhr am Ziel sein werden oder ob wir später als 13 Uhr am Ziel sein werden. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was ihr so tippt. Ich bin dafür, dass wir um 13 Uhr da sind. So, Pipeheads, wir haben jetzt noch 36 Kilometer. Hier geht es nach Bayritz rechts runter. Und ich glaube, das ist nochmal eine Autobahn, wo wir jetzt rauffahren. Ah, ein bisschen Offroad hier, ne? Mal das Fahrwerk ein bisschen einen Schwung halten, ne? Und dann können wir den Blinker auch wieder ausmachen, durchaus. So, jetzt vorsichtig. Und rechts rum. So. Soll man sich also anschnallen? Ja, sollst du. Du sollst dich generell im Bus anschnallen, aber das nur am Rande. Vor allem jetzt müssen wir einmal Maut zahlen. Wir haben noch nicht mal ein Ticket gezogen. Jetzt noch 26 Kilometer und dann sind wir in Bayritz. Sonntagsfahrer. Ja, aber echt, du. Ist ein interessanter Ort hier. Vor allem mit großem Kreisel. Nun ja, also. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich hier recht herzlich für die Mitfahrt. Thema des Studios, okay. Ist hier irgendwas Special-mäßiges? Ich weiß es nicht. Also, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Mitfahrt. Ich bedanke mich recht herzlich. Ne, warte mal, das ist jetzt doppelt gemobbelt. Naja, wie auch immer. So, also, wir errechnen in Kürze Bayritz und dort. Ich dachte, hier gibt es WLAN. Ja, nee, falsch gedacht. Und dort werde ich euch dann hier gleich rausschmeißen. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Aufenthalt hier in Bayritz und besuchen Sie uns bald wieder in unserem Bus, wenn es wieder heißt Markelle on Tour, ne? Und dann würde ich sagen, vergessen Sie Ihr Gepäck bitte nicht im Bus, ne? Und dann vielen Dank für Ihre Mitfahrt und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Busfahrer. So, nur 11 Kilometer. Schaffen wir es noch in 2 Minuten dort anzukommen? Ich denke nicht, aber wir haben trotzdem die 13 Uhr Marke fast eingehalten. Oh, jetzt hab ich meinen Kaffee Entschuldigung, verschüttet. Ich habe kurz die Bremse verwechselt. Kann ja mal passieren. So, wir haben jetzt 13 Uhr. Wer von euch hat denn richtig getippt, dass wir nach 13 Uhr ankommen werden? Rum. So. Knapp, aber passt. Perfekt. Und noch einmal hier 3 Kilometer rein. Hier scheint irgendwie ein großer Parkplatz oder sowas zu sein. Da vorne steht auch noch ein Frankreich-Bus. Also wir können hier wohl nicht so falsch sein. Ich würde gerne mal eine Zigarette rauchen. Hier wird nicht geraucht, es ist rauchfreier Bus. Da sind wir doch schon... Wie? Entschuldigung. Sind Sie zu früh?
Ja, wir sind zu früh. So, Bremse rein, Motor aus, ne? Und dann auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. So, teleportieren sich direkt wieder raus hier. Mache ich ihnen noch die Luken auf, um ihr Gepäck rauszunehmen. So, dann vielen Dank nochmal für ihre Mitfahrt. Und besuchen Sie uns bald wieder. Ich habe Feierabend. Ausloggen. So, was haben wir denn hier? WC-Freigabe 9%. Hat mir wer in Gang gekackt? Na gut. So, Lenkzeit eingehalten 0%. Wunderbar. Betriebszeit eingehalten. Jo, Sachschäden nur 49. Kein Passanten verletzt. Nur 7 Unfälle und keine Radarkontrolle. Hat uns heute erwischt. Das ist schon mal sehr gut. Stolze 58,8%. Sind wir auf der Straße gefahren? Also ich glaube, diese Anzeige ist irgendwie falsch, weil wir sind eigentlich durchgehend auf der Straße gefahren. Aber naja, wie dem auch sei. Wir haben einen Bordstein mitgenommen. Die Geschwindigkeitslimits haben wir sogar zu 90% eingehalten. Und den Sicherheitsabstand haben wir nur 19 Mal nicht eingehalten. Ich würde sagen, das ist eine exzellente Auswertung. Und damit würde ich sagen, Pipeheads, soll es das mit dieser Folge vom Fernbus-Simulator gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann wünsche ich jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao.